Hallo, grüezi Mobbing und herzlich willkommen im saloperen Rahmen zum MS Paint Live Demo Experiment. Selbstbestimmungsinitiative. Stifte raus, Freunde, wir fangen an mit Staatskund. Und zwar haben wir unsere Werte. Eschenbecher noch weg. Wir haben unsere Werte Bundesverfassung. Sehr schön. Die steht zuoberst. Dann, wie wir bei MS Paint wissen, haben wir hier das geile Herzli und das ist Volk. Ba-bam. Dann, wir erinnern uns dunkel an eine Exekutive, das ist der Bundesrat. Dann haben wir eine Legislative, das ist das Parlament. Und wir machen das da jetzt bewusst ein bisschen weiter runter, das Bundesgericht, das ist die Judikative. So weit, so klar. Gut, jetzt haben wir noch, das machen wir jetzt mal in grün, wenn sich Bundesrat und Parlament einig sind, dann machen sie ein Bundesgesetz. Und, sofern sie in Einklang ist mit der Verfassung, schliessen sie internationale Verträge ab. Das ist dann Völkerrecht. So, jetzt fangen wir mal an und schauen in die geile Initiative hinein, wo eben gar nicht mal so geil ist. Also, jetzt machen wir da in Blau. SBI, Selbstbestimmungsinitiative, seit Artikel 5. Die Bundesverfassung steht über dem Völkerrecht und geht ihm vor. Unter Vorbehalt der zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts. Das ist SBI Artikel 5. Dann haben wir SBI Art 190. Also SBI Artikel 190, Bundesgesetze und völkerrechtliche Verträge, deren Genehmigungsbeschluss dem Referendum unterstanden hat, sind für das Bundesgericht und andere rechtsanwendende Behörden maßgebend. Schön. Dann kommen wir noch zu der Praxis, wie sie auch heute noch kann praktiziert werden, aber nicht praktiziert wurde, ist im 2012, da ist schon 40 die SVP immer wieder drüber, und zwar die sogenannte Schubert-Praxis. Das ist ein Herr Schubert aus Österreich und der hätte gern im Tessin ein Stück Land gekauft. Dann hat es aber geheißen, nein, da gibt es nicht, da muss man spezielle Nachweisbewilligungen, schieß mich tot, mitbringen. Und dann hat der Herr Schubert gefunden, wir haben aber einen alten Staatsvertrag aus dem Jahr 1800, was weiß ich was. Der besagt, dass Österreicher gleich behandelt werden wie Schweizer. Dann hat das Bundesgericht, das sind die da, das Bundesgericht gesagt, wenn ein Bundesgesetz neuer ist als ein völkerrechtlicher Vertrag, dann tun wir das Bundesgesetz, wenn Bundesrat und Parlament das bewusst gemacht haben, dann tun wir das Bundesgesetz priorisieren. Ja, viel mit Paint ist nicht so geil. Bundesgesetz priorisieren und dann haben sie dem Herr Schubert gesagt, nichts gibt's und das ist die Schubert-Praxis. Neues Bundesgesetz geht Völkerrecht vor, sofern das bewusst gemacht worden ist. Kommen wir zu den Ausschaffungsinitiativen und das machen wir da mal in schönem Pink. Da haben wir jetzt mal salopp mit dem Pinsel. Das Volk hat die Bundesverfassung geschrieben, ausschaffen. Dann ist das der Verfassungsartikel ins Parlament gekommen.
Und da hat das Parlament nachher gefunden, da tun wir nur ausschaffen zum Teil. Weil wir haben Völkerrecht, wir haben DMRK, wir haben gängige Rechtspraxis, Verhältnismäßigkeit, auch im Grundsatz in unserer Verfassung, einfach so verschiedene Sachen, die das Parlament hat müssen berücksichtigen beim Umsetzen und hat dann aus dem heraus ein Bundesgesetz gemacht. Dann ist das mit einem Fall von der Ausschaffung ist das beim Bundesgericht gelandet. Das Bundesgericht, wir lesen es in der aktuellen Verfassung, das darf natürlich auch nicht fehlen, hat als maßgebendes Recht im 190. Das Bundesgericht in der aktuellen Verfassung, Artikel 190, Bundesgesetze und Völkerrecht sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden maßgebend. Also, das Bundesgericht sagt also, weil sie die Ausschaffung zum Teilgesetzgebung, so wie das Völkerrecht, berücksichtigt hat, sagen sie in einem Fall, da geht DMRK und die Rechtsprechung vom EGMR vor und wir können den nicht ausschaffen. Und das war dann gewesen, Skandalurteil von 2012. Fremdsrecht über unsere Verfassung. Schlimm ist das. Wie wäre es jetzt mit der Selbstbestimmungsinitiative? Da nehmen wir das schöne Blau. Selbstbestimmungsinitiative ist in Kraft. Dann Bundesverfassung sagt, ausschaffen. Dann Parlament und Bundesrat sagen nicht mehr ausschaffen zum Teil, sondern sie sagen ausschaffen. Also richtig hart. Ohne Härtefallklausel. Völlig egal, was Völkerrecht sagt. Weil wir haben ja dann in der Verfassung, die Bundesverfassung steht über dem Völkerrecht. Also müssen sie das so umsetzen. Gut, dann machen sie das. Und es kommt ein hartes Bundesgesetz, das dann in Kraft tritt. Dann der gleiche Fall. Es geht ans Bundesgericht. Für das Bundesgericht maßgebend. Nach wie vor. Bundesgesetze und völkerrechtliche Verträge, deren Genehmigungsbeschluss im Referendum unterstanden hat. Da kommen wir noch drauf. Wir gehen davon aus, das ist noch so. Das Bundesgericht hat also das harte Bundesgesetz, so wie immer noch das Völkerrecht zur Maßgabe. Und es entscheidet folgerichtig, vermutlich, genau gleich wie 2012. Auch mit der Selbstbestimmungsinitiative. Dann schauen wir uns noch an. Bundesgesetze und völkerrechtliche Verträge, deren Genehmigungsbeschluss dem Referendum unterstanden hat, sind immer noch maßgebend. Jetzt ist aber bei der EMRK so, die hat gar nie, der Genehmigungsbeschluss hat gar nie am der Genehmigungsbeschluss hat gar nie am Referendum unterstanden. Dementsprechend EMRK. Mit der Annahme von der Selbstbestimmungsinitiative, so wie sie sie dort reinschreiben, nicht mehr maßgebend für das Bundesgericht. Zählt einfach nicht mehr. Jetzt haben wir aber gewisse Zusatzprotokolle. Zu dieser EMRK. Die haben am Referendum unterstanden und sind noch maßgebend. Jetzt haben wir im Artikel 5, unter Vorbehalt der zwingenden Bestimmungen des Völkerrechts, Teil von der EMRK, Folterverbot zum Beispiel, gehören unter die zwingenden Bestimmungen. Fallen mit dem Wegfallen von der EMRK an sich, wo ja nicht mehr maßgebend ist, aber weg. Das ist ein Widerspruch. Also die Initiative widerspricht sich schon selber und es gibt ein mega Chaos. Kommen wir nochmal zu der aktuellen Situation anhand von der Durchsetzungsinitiative. Also wir haben hier Ausschaffung, kommt die Bundesverfassung, wird leid umgesetzt, dass Ausschaffung zum Teil,
Und dann war die SVP nicht zufrieden gewesen, macht eine Initiative, Durchsetzung. Die Durchsetzungsinitiative hätte den Katalog so eng gefasst, dass die Bundesverfassung nachher für die Judikative, und das ist auch so erwähnt gewesen, direkt anwendbar. Und wenn etwas direkt anwendbar ist, dann geht es nicht über Bundesgesetz und Völkerrecht, sondern dann ist die Bundesverfassung maßgebend für das Bundesgericht. Jetzt schon. Jetzt hat man die Durchsetzungsinitiative allerdings abgelehnt. Also keine Durchsetzungsinitiative, aber die Selbstbestimmung, dass man das hätte können machen, die hat bestanden. Hat das Volk aber nicht wollen. Was das Volk dafür wollen hat, und das ist jetzt auch schon der Fall, Minarettverbot. Und das Minarettverbot steht so in der Verfassung drin, ist direkt anwendbar für das Bundesgericht. Haben wir bis jetzt noch keinen Fall. Wissen wir nicht, wie das rauskommt. Wenn ich jetzt ein Minarett in meinen Garten stellen und bis vor Bundesgericht klagen, müsste das Bundesgericht wahrscheinlich mir das verbieten, weil wir haben in der Verfassung keine Minarette. Dann gehen wir weiter an EGMR, der würde mir vielleicht Recht geben wegen der Religionsfreiheit. Das wissen wir aber alles nicht. Aber so wäre das theoretisch jetzt schon möglich, dass man direkt anwendbare Sachen in die Verfassung schreibt, was aber nicht die Idee ist. Mit der Selbstbestimmungsinitiative hätten wir Minarettverbot und es käme genau gleich raus. Bis spätestens, und das ist auch das juristisch Spannende, der EGMR, die fremden Richter, die sogenannten EGMR, Europäische Gerichtshof für Menschenrecht, bis sie würden ein Urteil kassieren. Dann kommt der Artikel 56 von der Selbstbestimmungsinitiative zu tragen. Und zwar haben wir dort. Im Artikel 56 heisst es, im Fall eines Widerspruchs sorgen Sie für eine Anpassung der völkerrechtlichen Verpflichtungen an die Vorgaben der Bundesverfassung, nötigenfalls durch Kündigung der betreffenden völkerrechtlichen Verträge. Gut, der EGMR sagt, das Minarett wird bauen wegen Religionsfreiheit. Da gibt es offenkundig einen Konflikt, weil wir in der Verfassung haben. Nein, dann müsste der werte Bundesrat, wahrscheinlich der Gassis voraus, die Armsau, DMRK neu verhandeln. Diese Anpassung wird nicht gelingen. Dann wird es nötigenfalls, was auch immer das heisst, man weiß es nicht, vermutlich wird es so laufen, dass man dann müsste die EMRK künden und das käme dann sehr wahrscheinlich vor das Volk, weil man so einen Vertrag nicht einfach so künden kann. Also gibt es wieder Abstimmung, wenn man dort sagt, nein, wir künden nicht, dann ist das Minarettverbot kassiert, dann ist es vom Tisch. Ein weiterer Punkt von der Selbstbestimmungsinitiative ist, dass ja die Bundesverfassung jetzt schon zuoberst steht. Das schreiben sie noch explizit rein, das ist aber jetzt schon so. Wenn man jetzt aber einen Konflikt hat, man nehme Masseneinwanderungsinitiativen und man geht davon aus, die Selbstbestimmungsinitiative ist in Kraft. Dann kommt das Volk und schreibt in die Verfassung rein, Kontingent. Zuwanderung wird gesteuert mit Kontingent. Dann kommt das ins Parlament und die sagen, aber nicht so gut für die Bilateralen. Also keine Kontingente. Dann widerspricht die Umsetzung neuen Verfassungsartikel. Weil die Bundesverfassung steht über dem Völkerrecht. Also müssen wir neu verhandeln. Da haben wir gesehen, wie das klappt. Geht nicht. Dann würden wir künden. Nötigenfalls kann man darüber abstimmen oder auch nicht. Das sagt die Initiative nicht konkret. Wenn man nicht darüber abstimmt, dann käme wieder der Inländervorrang Leid. Nein, geht nicht. Der widerspricht dann der Verfassung. Denen da.
Darum würde man dann das Gesetz einseitig umsetzen. Das wiederum heisst, dass man ein hartes Gesetz würde machen mit Kontingent, Steuerung von der Zuwanderung. Also hätte man da doch Kontingente. Und die Kontingente kämen dann ins Bundesgesetz hinein. Jetzt haben wir aber die Bilateralen, die am Referendum unterstanden haben. Die sind somit Völkerrecht. Es käme ein Streitfall vor Bundesgericht und das Bundesgericht müsste beides berücksichtigen, weil die SPI in Artikel 190 Bundesgesetze und völkerrechtliche Verträge, deren Genehmigungsbeschluss dem Referendum unterstanden hat, sind für das Bundesgericht und die anderen rechtsanwendenden Behörden maßgebend. Es wäre also immer noch maßgebend. Dementsprechend wäre die Umsetzung wieder für nichts. Also die Selbstbestimmungsinitiative macht keinen Sinn. Das Bundesgericht könnte jetzt zwar auch sagen, gut, wir machen da jetzt die erwähnte Schubert-Praxis, weil das Parlament hat ja ganz im Bewusstsein um den Konflikt mit dem Völkerrecht gesagt, wir machen gleich das Bundesgesetz. Dann könnte das Bundesgericht sagen, abgewiesen, Völkerrecht zählt nicht, für uns zählt das Gesetz. Das steht da, aber nicht drin. Sie schreiben nicht schreiben, dass Bundesgesetz über den völkerrechtlichen Verträgen steht, im Konfliktfall. Sie lösen also mit der SPI, wenn überhaupt, einen falschen Konflikt, einen, den es selten gibt und einen, den man nur politisch lösen kann. Also ist die Initiative juristisch einfach für nichts. Das sind einige Überlegungen, es gäbe noch vielen deren mehr und ich kann nicht recht sagen, was jetzt gilt und was nicht. Also fassen wir da in Rot nochmal schnell großzügig zusammen. Wer stellt Konflikt fest? Die Frage wird nicht beantwortet. Wenn ein Konflikt zwischen Bundesverfassung und Völkerrecht besteht, dann muss das Parlament feststellen. Es gibt kein Verfassungsgericht, wo das kann sagen. Das Bundesgericht hat immer nur Bundesgesetz und Völkerrecht als Maßgabe, auch mit der SPI. Das heißt, sie können nicht einen Konflikt zwischen Bundesverfassung und Völkerrecht auslegen. Das wäre das Verfassungsgericht. Haben wir nicht, wollen wir nicht. Denn was passiert bei einseitiger Umsetzung? Bei einer einseitigen Umsetzung, wo das Parlament einfach ein Herzgesetz verabschiedet, müsste das Bundesgericht nachher immer noch beide, also Bundesgesetz und Völkerrecht, berücksichtigen. Es könnte die Schubert-Praxis anwenden, muss es aber nicht, weil Artikel 190 Bundesgesetz und völkerrechtliche Verträge. Also ein Widerspruch. Also vielleicht Schubert, klar ist es nicht. Dann ganz wichtig, ist EMRK noch maßgebend? Weil der Genehmigungsbeschluss von der EMRK hat nie am Referendum unterstanden. Wenn man die Initiative ernst nimmt, müsste ab dem Tag, wo das in der Verfassung steht, für das Bundesgericht die EMRK nicht mehr maßgebend sein. Es wäre einfach weg. Dann kann man schon von Anti-Menschenrechtsinitiativen reden, auch wenn die SVP immer wieder sagt, nein. Aber da steht drin. Die EMRK, ich weiß es nicht, wir können es die Juristen auch nicht erläutern. Das heisst, Fazit: viel. Also sogar für Paint-Verhältnisse muss man da noch schnell fett markieren. Viel Problem und keine Lösung. Die Initiative, so wie sie da steht, selbst wenn man will, alles künden und sich abschotten oder was auch immer, was ich jetzt nicht einmal allen Befürwortern unterstellen will, aber selbst wenn man das will, würde es die Initiative nicht erfüllen. Die Initiative sorgt für ein Mega-Chaos und nützt überhaupt nichts. Niemandem. In dem Sinn, Tüdelü.